Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Partie in Splatoon 2 Online. Es gibt wieder eine neue Waffe, den sogenannten Undercover. Mal schauen, ob wir den uns gleich gönnen. Mal schauen. Diesmal tun wir uns mal das Gelaber mal von Adi an. Mal schauen, was er so Schönes zu sagen hat. Und wir können ihn uns sogar auch dann holen. Jetzt sogar. Passt auf jeden Fall. Naja, von den Coins halt her kann man schon ungefähr wissen, auf was für ein Level der halt schon so verfügbar wäre. Also Fulls auf jeden Fall ein Klacks. So, was hast du so Schickes zu sagen? So. Im Angebot diesmal der Undercover. Unter seinem alltäglichen Aussehen verbirgt sich beim Undercover eine recht effektive Waffe. Der Schirmteil lässt sich zwar nicht mehr abkoppeln, doch dafür erhöht sich die Feuergeschwindigkeit. Tintenminen erkennen vorwitzige Gegner. Bleib versteckt und schnapp sie dir aus dem Hinterhalt. Undercover sozusagen. Hast du mal einen rausgehauen? Ja gut. Und falls ein Teamkollege Probleme hat, hilf ihnen mit dem Tintenschock. Mal unauffällig, mal bombastisch. Der Undercover macht's möglich. Den können wir auf jeden Fall gleich auch direkt anlegen. Sieht auf jeden Fall recht stylisch aus. Naja, aber diesmal machen wir es so, wir machen nur Revierkampf. Wie beim letzten Mal. Momentan habe ich irgendwie nicht so einen Bock auf Rangkämpfe, wenn ich irgendwie ehrlich bin. Rangkämpfe. Ein verkackt Deutsch. Naja gut, wir sehen uns jetzt gleich im Rangkampf wieder. So, da sind wir jetzt nun hier im Punkt Cassius Skatepark. Naja, mal schauen, wie die Waffe so abgeht. Ich habe jetzt auch keine Testrunde gemacht. Das ist wirklich alles komplett blind. Und lol. Das schießt auf jeden Fall ganz normal wie der erste Regenschirm. Aber dieses vordere Teil, das geht gar nicht ab. Können wir so die ganze Zeit schießen. Lol. Das ist ja geil. Ich glaube, das war der richtig chill. What the? Fängt ja gut an. Toll. Ich habe überhaupt nichts gecheckt. Das ging irgendwie alles ein bisschen komisch. Komm, verpiss dich. Ja gut. Vielleicht etwas vorsichtiger. Vielleicht lief das ja. Ich habe die ganze Zeit so oft auf Defensive spielen. Ich glaube, das macht schon etwas Sinn. Ne, wobei, so ist es cooler. Kann man wenigstens die ganze Zeit noch etwas Tinte bespritzen. Komm, geh weg. So. Ach, hier ist einer. Hehehehe. Der war nice. Der war richtig gut. Ja, hab ich gern gemacht. So, hier ist einer. Der kommt bestimmt gleich hier hoch, ne? Wollen wetten? Das war so arschklar. Och ja, klar. Ja, gut, ne? Hab ihn trotzdem noch getroffen. Lol. Oh, lol. Das war wenigstens noch gut gerettet. Dürfte ich nochmal hier nach oben? Dankeschön. Lol. Nice. Der war richtig gut. Boah. Hey, komm, geh weg. So. Nächster Kill. Aber ich muss sagen, der läuft zwar ein bisschen anders hier, der Regenschirm, aber ich finde ihn sogar voll cool, weil vor allem, dass dieser vordere Abschnitt nicht abgeht. Aber ich weiß nicht, wie lange der dann hält oder so, sobald dieses vordere Teil dann halt abfällt. Weil Haltbarkeit war ja nicht so das Beste gewesen. Ja, hallo! Was geht denn hier ab, Mann? Na, okay, nicht besonders viel. Okay.
Ich glaube, ich habe gar nicht so scheiße gespielt, ne? Es sieht auch recht gut aus, also. Ja, haben wir auf jeden Fall gewonnen. Zu fast 50% zu 35. Ja. Lässt sich auf jeden Fall sehen. 7 Kills, ja, damit kann ich leben. Ich muss jetzt nicht so übelst abgehen oder so, in 3 Minuten über 10 Kills zu haben oder so. Also von daher. Wie manch andere Leute. Aber ja, gut. Ja, machen wir einfach weiter, würde ich sagen, ne? Ja. Ja. Diesmal wenigstens in der Buckelwal-Piste und da ist mir sogar jemand nachgejoint. Ja, der gute Zander. AKA Custom, Grüße gehen raus, falls du es hier schaust. Und ja. Aber die erste Runde, die lief eigentlich gar nicht mal so gut. Also ich glaube, das ist so eine Waffe, die hat man leicht raus. Okay, wie jede andere Waffe, vielleicht eventuell auch. Außer. Na komm, wirst du jetzt wohl sterben? Scheiße. Ha! Hat wohl doch nicht so viel geklappt, ne? Nicht so funktioniert und so, ne? Na komm schon. Ist hier noch einer? Ja, klar. Boah, das war knapp. Das ist sogar wieder derselbe Typ. Lol. Ist hier noch einer? Ja, das war klar. Das war so klar. Warum war das so klar? Komm, geh weg. Dankeschön. Es läuft doch richtig gut, ey. Geil. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ey, die Waffe, ey, beziehungsweise der Regenschirm ist ja richtig chillig. Lol. Könnte man eigentlich die ganze Zeit so machen. Da hat man immer was zum Ablocken. Auf jeden Fall sogar ein bisschen besser als der normale Regenschirm. Wobei ich dafür sagen muss, beim Killen ist der normale Regenschirm besser. Also der normale Pluviator, den man als erstes bekommen haben. Weil vom Killen her braucht man 2 Schüsse zu machen oder so, dann ist der tot. Bei dem hier braucht man ein bisschen länger. Und die Gegner haben sogar einen DC. Yay. Sie können wir ja nur gewinnen. Ich habe noch meine Ulti, die könnte ich eigentlich auch mal einsetzen, so langsam, ne? Aber ja, gut. So weit, so gut. Ist hier keiner mehr? Irgendwie gerade nicht so viel los. Ach, ich bin auch noch hier. Bei unserem Bereich. Ich müsste auch in diesem gegnerischen Bereich hier mal. Na, ich werde mal normal schießen. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Aber der schießt normal auf jeden Fall. Aber ich glaube, ein kleines bisschen langsamer als der normale, habe ich irgendwie so das Gefühl. Ja, das haben wir auf jeden Fall schon mal in der Tasche. Ja, ich wollte es nicht fast runterfallen, ne? Cool. Ah, schade. Wäre das jetzt noch ein Kill gewesen, ey. Alter, ich glaube, ich habe jetzt bestimmt noch mehr Kills. Auf jeden Fall wird er gewonnen, ist auf jeden Fall klar. Wunderbar. Jetzt will ich die Kills sehen. 6 Stück. Ah, es hat sich so einfach nach viel angefühlt. Ja, gut, ne, dann halt nicht. Oh Mann. Naja, neue Runde, neues Glück. Ja, dann halt auch mal Buckelwal-Piste. Also ich habe da kein Problem. Wobei es mich etwas gestört hat. Weil wir haben Ende des Jahres, by the way, Rückblick wird noch kommen. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es hat mich so ein kleines bisschen gestört, weil immer Ende des Monats, weil es wird ja immer eine Woche vorher immer ja Bescheid gesagt, hier wegen Splatfest und so. Das hat mich nur ein bisschen etwas irritiert. Bitte geh weg, verpiss dich. Was soll der Scheiß? Hallo!
dann halt so, meine Fresse, das lasse ich mir doch nicht bieten, Alter. Was ist los bei euch? Tja, hat wohl nicht so viel gebracht, ne? Ja. Okay. Da habe ich mich jetzt sogar gerade noch so gerettet. Das fand ich schon etwas cool. Schon etwas cool. Aber schießt er etwas länger? Irgendwie? Während ich mich in normaler Version aufhalte. Also nicht in, nicht in der Defensive, sondern in halt normal. Alter, ich gehe irgendwie gerade übelst ab. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Also ist schon richtig cool. Und dafür ist halt die Haltbarkeit halt nicht so krass. Na komm, dich kriegen wir noch, dich kriegen wir noch, komm schon. Den verfolge ich jetzt, ist mir scheißegal. So. Einmal frei. Lol. Hat auf jeden Fall gepasst. Ah, das war auf jeden Fall gutes Teamwork hier an der Stelle. So, wie schaut's denn aus? Ja, auf jeden Fall wieder richtig gut dabei. So. Tut mir ein bisschen leid, ne? Für dich, Custom, ne? Aber, naja. So muss das halt. Oh mein Gott. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Scheiße, scheiße, scheiße. Ey, hätte ich das jetzt noch bekommen, ne? Scheiße. Aber ich stelle mich sogar richtig gut an, ey. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber die Waffe ist wirklich richtig nice. Braucht zwar ein bisschen seine Zeit beim Killen, aber sonst... Ja, zwei Leute. Ne, 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 so haben wir nicht gewettet, denn das sehe ich jetzt nicht ein. So, weg mit dir. Und hier ist noch einer. Ja, so geht's auch. Danke, Teammate. Na, egal. Egal. Wir haben auf jeden Fall nochmal gewonnen. Yay. Ich glaube, eine Runde machen wir noch. Machen wir noch. Passt schon so. 53 zu 38,6. Es läuft richtig gut gerade im Moment, ne? 10 Kills. Ja, damit hier, ja. Wunderbar. Ich habe auch fast Level 29 erreicht. Naja, machen wir noch eine Runde. Ich glaube, die wird auch gut gehen, denke ich mal. Auf jeden Fall. Sind wir wieder on point dabei, Junge. Okay, das ging jetzt etwas schneller. Wahrscheinlich hatten alle Leute in der Lobby Bock, deswegen ist auch keiner rausgegangen. Okay, diesmal kann ich ihn nicht mobben, da er jetzt diesmal in meinem Team dabei ist. Aber naja, ist ja kein Problem. Machen wir noch hier die eine Runde, denke ich mal. Vielleicht wird es auch gut gehen. Tja, da haben wir schon den einen. Es läuft einfach perfekt. Es läuft einfach perfekt, weil man einfach den Schussknopf einfach gedrückt lassen kann. Das finde ich cool. Wie bei den normalen Waffen. Das finde ich einfach cool. Oh. Oh. Ah, nee, hier. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ich spür's schon. Juckt mich nicht. So. Hier ist irgendwo einer, ich hab's schon gesehen. Oh. Nee, komm. Tja. So ist es halt doch noch geschehen, ne? Oh mein Gott. Ich wollte noch weggehen. Aber ich hab's versucht, aber es war leider doch nicht so. Sollte halt nicht so passieren, ne? Ja, jetzt muss einer hier mit dem Feuerlöscher hier
abfacken. Hallo, was ist denn jetzt los? Jetzt läuft etwas scheiße. Aber nur etwas. Und Supersprung mache ich jetzt nicht. Ich habe keinen Bock zu sterben. Was jetzt hier los ist, muss jetzt die Runde jetzt etwas scheiße ablaufen? Ernsthaft jetzt? Habe ich so einen Luck? Jetzt muss es etwas asozial ablaufen? Wirklich? Ernsthaft? Nee, okay, gut. Zum Glück nicht. Irgendwie. Nee, komm, du gehörst gleich weg hier, komm. Du hast hier nichts zu suchen. Unser Territorium. Wird hier nicht angegriffen hier. Ah, scheiße, wollte ich eigentlich gar nicht. Richtig dumm. Ne, komm, tot. Tot. Ich hab gesagt, tot. Dankeschön. Was laber ich für Scheiß? Achso, das war nur. Das ist nur ein Tinten, weil ich dachte schon, was ist das? Ah, vielleicht komme ich noch drum herum. Also ich versuche es auf jeden Fall. Na dann halt nicht. So. Letzte Runde definitiv auch gewonnen. Auf jeden Fall. Ja, man sieht auf jeden Fall. Blau hat das Ding dahinter und hat somit gewonnen zu 67,6%. Wunderbar. Was für eine grandiose Folge wir hier erleben haben hier. Ich bin on point dabei. Ich werde das wieder sagen, der E-Sports-Player kann einfach alles, aber nee, danke. Das hatten wir schon im letzten Part schon gekünstelt und das will ich nicht nochmal machen. Das wird wieder ein bisschen asozial, aber lass ich es einfach lieber. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Aber wäre geil mit Glocke natürlich. Und ja, würde ich sagen, wir sehen uns beim Jahresrückblick oder so. Irgendwie so ähnlich. Naja, macht's gut und ciao.